Hallo und herzlich willkommen zu Plenum TV, Ihrem monatlichen Magazin rund um Bayerns Politik hier bei TV Oberfranken. In unserer September-Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem Rücktritt von Staatskanzleichefin Christine Haderthauer und der Ernennung von Ulrike Schaaf zur neuen Umweltministerin. Außerdem hat Bayern jetzt einen Notfallplan, durch den die Flut an Asylbewerbern aufgefangen werden soll. Doch beginnen wollen wir mit unserem Abgeordnetenporträt in 100 Sekunden. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und ich bin ein Kämpfer. Klaus Adelt, 57 Jahre alt, ledig, ehemaliger Bürgermeister und Abgeordneter im Bayerischen Landtag. Entspannen kann Klaus Adelt in seinem Garten, doch auch die Gegend rund um seine Heimat Selbitz bringt Ruhe und Abwechslung vom politischen Alltag. Wenn es die Zeit erlaubt, dann gehe ich gerne ein wenig spazieren, gerade hier in unserer schönen Gegend, bei der schönen Landschaft. Und wenn du dann so rausschaust, dann denkst du, oh, die Welt ist doch in Ordnung. Statt einer Ausbildung zum Landschaftsgärtner studierte Klaus Adelt Geografie. Gleichzeitig sein Einstieg in die kommunale Politik. Die Geografie liegt mir sehr am Herzen und liegt mir auch, denn die Kommunalpolitik ist der wahre Gestalter der Landschaft. Nach 30 Jahren Kommunalpolitik, davon 24 als Bürgermeister von Selbitz, kam vor einem Jahr der nächste Schritt. Jetzt bin ich erfreulicherweise in Landtag gewählt worden. Es war ein Ziel gewesen, an den Stellschrauben zu drehen. Denn man sieht in der Kommunalpolitik, wo es eckt und wo es hängt. Und da möchte ich jetzt gern schauen, dass diese Ecken und Haken beseitigt werden. Ganz wichtiges Ziel für mich ist die Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen in Bayern, aber gerade bei uns in Oberfranken. Wir sind nicht nur kilometermäßig weit weg von München, wir sind oftmals weit weg in den Köpfen der zuständigen Minister und Behörden. Der September sollte Bayerns Politikern eigentlich noch der Erholung dienen. Doch gleich zu Beginn tritt Staatskanzleichefin Christine Haderthauer zurück. Marcel Huber übernimmt kurzerhand ihr Amt und die bis dato noch unbekannte Ulrike Schaaf, die wird neue Umweltministerin. Fast ein Jahr hat sie die Staatskanzlei geleitet, dann hat sie sich zurückgezogen. Am ersten Montag im September verkündete die CSU-Politikerin Christine Haderthauer ihren Rücktritt. Eine Entscheidung, die einige sehr bedauern. Anders die Opposition. Der Rücktritt Haderthauers sei überfällig gewesen. Die Landtags-SPD fordert sogar einen Untersuchungsausschuss. Wie kann es eigentlich sein, dass Privatpersonen Gewinne rausziehen aus einer im Prinzip staatlichen Institution? Und natürlich muss auch die Frage beleuchtet werden, inwiefern hat Frau Haderthauer die Staatskanzlei missbraucht für private Zwecke? Der Grund für Haderthauers Rücktritt ist die sogenannte Modellauto-Affäre. Hintergrund ist eine Anzeige des früheren Mitgesellschafters der Firma Sapor Modelltechnik. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Betrugsverdacht gegen die CSU-Politikerin. Den Posten als neuer Staatskanzleichef übernahm Marcel Huber. Eine Stelle, die ihm nicht fremd ist, denn der Oberbayer war bereits 2011 ein halbes Jahr lang Leiter der Staatskanzlei. Herr Huber ist ein seriöser Politiker, der über Parteigrenzen hinweg geschätzt wird. Deshalb ist, wenn man diese Stelle denn nachbesetzen möchte, ist diese Vakanz ordentlich besetzt worden. Als Newcomer gilt sie, die neue Umweltministerin Ulrike Schaaf. Eine 46-Jährige aus Erding, die politisch bisher als eher unauffällig galt. Über die überraschende Entscheidung des bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer freute sie sich verständlicherweise sehr. Ja, ich danke vor allen Dingen dem Herrn Ministerpräsidenten Horst Seehofer für dieses große Vertrauen meiner Fraktion, die wirklich großes Vertrauen auch in mich setzt. Und ich habe nicht damit gerechnet. Die Überraschung ist natürlich da. Aber ich freue mich unheimlich auf diese neue Aufgabe, auf diese neue Herausforderung und werde mit großer Leidenschaft eintreten. Ich denke, dass ich eine gewisse Phase brauche, um die Themen in ihrer Vielfältigkeit, die dieses Ministerium bietet, einfach aufnehmen kann. Frau Schaaf ist bislang nicht aufgefallen durch fachpolitische Initiativen im Bereich der Umweltpolitik. Sie war noch nicht mal Mitglied der entsprechenden Fachgremien in der CSU-Fraktion oder in der CSU-Partei. Deshalb ist diese Personalfrage eine echte Überraschung. Hier müssen sachfremde Erwägungen eine Rolle gespielt haben. Die bislang erworbene Kompetenz hat sicherlich keine Rolle gespielt. Die gelernte Bankkauffrau und Diplom-Betriebswirtin gehörte bereits von 2006 bis 2008 für den Stimmkreis Erding dem Bayerischen Landtag an. Nach einer Unterbrechung erhielt Schaaf im vergangenen Herbst das Mandat erneut.
Die 46-Jährige ist seit 2011 Schatzmeisterin der CSU und Präsidiumsmitglied. Der nachhaltige Umgang mit Ressourcen, die Bewahrung der Schöpfung, die Sicherung unserer Lebensgrundlagen, das ist die Richtschnur, in der ich mich bewegen möchte. Und für meine Begriffe ist Ökologie und Ökonomie in sich überhaupt kein Widerspruch, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass man hier mit Anreizkultur statt Ordnungsrecht und mit Kooperation statt Konfrontation auf dem richtigen Weg ist. Weil Schaaf im Gegensatz zu Huber dem Kabinett bisher nicht angehörte, musste ihrer Berufung der Landtag zustimmen. Angesichts der absoluten Mehrheit der CSU eine reine Formsache. Für den CSU-Fraktionsvorsitzenden Thomas Kreuzer ist der Ablauf der Geschehnisse regulär und nachvollziehbar. Er steht hinter den Entscheidungen des Ministerpräsidenten. Anders als mancher Abgeordneter. Thomas Kreuzer, Sie sind Fraktionsvorsitzender von der CSU. Wie sehen Sie denn die Ernennung von Marcel Huber zum Staatskanzleichef? Ist das eine gute Wahl? Er hat es ja schon mal gemacht. Das ist eine sehr gute Wahl, eine ganz starke Besetzung. Marcel Huber war ja mein Vorgänger als Staatsminister in der Staatskanzlei. Er hat dies bereits gemacht, er hat dies gut gemacht. Und deswegen wird er eine große Unterstützung der politischen Arbeit sein. Und auch sein Verhältnis zur CSU-Landtagsfraktion, zu meinen Kollegen und Kollegen ist gut, ist entspannt. Dies wird eine gute Zusammenarbeit und ich gratuliere ihm. Nun ist ja der Posten des Staatskanzleichefs in sehr kurzer Zeit sehr häufig vergeben worden. Ist das so quasi der Feuerwehrstuhl? Es war so, dass die Inhaber jeweils für andere Ämter gebraucht worden sind, teilweise außerhalb der Politik, in meinem Fall als Fraktionsvorsitzender. Also keiner der Minister ist irgendwie gescheitert, sondern er ist anderweitig in der Politik gebraucht worden. Der Staatskanzleichef ist genau wie der Fraktionsvorsitzende ein Generalist, der muss sich mit allen Politikfeldern befassen und ist somit natürlich auch vielseitig einsetzbar. Ich hoffe aber jetzt, dass wir ein paar Jahre, nämlich diese Periode, beim Staatskanzleichef Huber bleiben. Dies ist auch ein gewisses Zeichen der Kontinuität und dies wäre auch im Interesse des Ministerpräsidenten natürlich. Kommen wir mal zu seiner Nachfolgerin, der Frau Ulrike Scharf. Was waren denn jetzt hier die Kriterien dafür, dass sie ausgewählt wurde? Ulrike Scharf ist bereits das zweite Mal im Landtag. Sie ist in der vorletzten Periode nachgerückt und dieses Mal direkt gewählt worden. Das heißt, sie hat eine gewisse politische Erfahrung. Es ist auch klar, dass wir versuchen, dass beide Geschlechter im Kabinett angemessen vertreten sind. Frau Haderthauer ist ausgeschieden und eine Frau ist nachgerückt, sodass sich dies nicht verändert hat. Ich kenne sie mit Frau als mit Führungsqualitäten. Sie kommt aus einem mittelständischen Betrieb. Sie hat Betriebswirtschaft studiert. Sie hat diesen Betrieb mitgeleitet und ich traue ihr zu, ein Ministerium zu führen. Darauf kommt sie in erster Linie an und sie wird sich auch sehr schnell noch näher in die entsprechenden Umweltthemen einarbeiten. Da bin ich mir sicher. Ich bin mit der Wahl des Ministerpräsidenten sehr zufrieden. Also der Rücktritt war längst überfällig. Sie hat viel zu viel und viel zu lange hingewartet und hat sich auch hier versucht rauszuwinden mit Ausreden. Sie hat Bayern Schaden zugefügt, dem Image Bayern Schaden zugefügt. Und ein Untersuchungsausschuss soll aufzeigen, mal zeigen, wie ist die Situation in der Forensik? Wie ist es mit der sozialen Lage derjenigen, die dort untergebracht sind, die dort auch arbeiten? Wie ist es mit Therapiemaßnahmen? Und es kann nicht sein, dass sich hier Personen noch dazu aus dem Kabinett bereichern, aus Arbeiten, die dort in der Forensik geleistet werden. Es geht im Großen und Ganzen also nicht um Staatshandeln einer Ministerin Haderthauer, um solches geht es ja nicht, sondern es geht um privatrechtliche Dinge, die sich quasi in ihrem privaten Leben im Wesentlichen vorher zugetragen haben und bei ihrem Ehemann. Das wird man aufklären, soweit es geht, aber ich kann im Moment den Untersuchungsauftrag im Einzelnen noch nicht erkennen. Die Opposition müsste ihn auch erstmal vorlegen. Kommen wir zum zweiten Thema, das die Abgeordneten hier im September beschäftigte, nämlich der Ansturm an Asylbewerbern. Damit hat Bayern nicht gerechnet. Etwa 12.500 Flüchtlinge waren es schon im ersten Halbjahr. Die zwei Erstaufnahmeeinrichtungen in Zirndorf und München platzen aus allen Nähten. Dass dies so kommen werde, davor will die Opposition schon vor Jahren gewarnt haben. Nun will Sozialministerin Emilie Müller mit einem Notfallplan wieder Herrin der Lage werden. Und hierfür ist wichtig ein Dreiklang. Ich will das nochmal sagen, ein Dreiklang.
Ansonsten gehen uns die Leute nicht mit. Zum einen, die ungerechtfertigte Einreise muss verhindert werden. Der zweite Punkt ist die Durchsetzung der Ausreisepflicht. Und der dritte Punkt ist die Hilfe für die zu Recht bei uns Schutzsuchenden. Klare Ziele, formuliert von Bayerns Sozialministerin auf der Sondersitzung im Bayerischen Landtag. Emilia Müller hatte vorzeitig den Asylgipfel in der Staatskanzlei verlassen, um zunächst dem Sozialausschuss Rede und Antwort zu stehen. Für die Opposition die Gelegenheit der Meinungsäußerung. Dabei besonders in der Kritik das zu späte Handeln der Regierung. Die Experten haben davon geredet. Schaut man die Tagesschau an, hätte man wissen müssen, dass es noch höhere Zugangszahlen gibt. Und das Land Bayern hat sich auf diese Situation nicht eingestellt. Sie haben in der Asylpolitik vollkommen versagt. Derzeit, das kann ich eigentlich nicht als Krisenmanagement bezeichnen. Das sind für mich eigentlich wirklich außerordentlich fragwürdige Last-Minute-Actions. Langfristig hat die CSU in Bayern vollkommen ignoriert, dass Deutschland und damit auch Bayern ein Einwanderungsland ist. Wir müssen schauen, wie wir schnell das jetzt lösen. Also das Problem sind Baugenehmigungen für Erweiterungen, sind Ausschreibungsverfahren. Wir sind die Politiker. Wir müssen diese Verfahren endlich genehmigen und verkürzen und das Sonderwege finden. Attacken, die Sozialministerin scheinbar unbeeindruckt wegsteckt. Schließlich weist man in der regierenden Partei alle Vorwürfe von sich. Frau Weikert, wenn Sie sagen, seit 2008 ist diese Entwicklung oder diese Steigerung absehbar, dann muss ich Ihnen wahrsagerische Fähigkeiten unterstellen. Keiner konnte 2008 wissen, wie sich diese Anzahl der Krisen auf der ganzen Welt entwickeln. Ich habe in der Notsituation schnell und entschlossen gehandelt. Und zwar mit den Regierungen, mit den Kommunen und mit der Wohlfahrtspflege, mit allen Verbänden zusammen. Und ich kann nur sagen, es war alles ein motiviertes, engagiertes Vorgehen von allen miteinander. Ende Oktober sollen die Erstaufnahmeeinrichtungen in Zirndorf und in München entlastet werden. Eine Dependance ist in Regensburg mit 250 Plätzen geplant. Für Mitte 2015 sollen auch in Bayreuth die ersten Asylbewerber aufgenommen werden können. In Augsburg in der zweiten Jahreshälfte 2015. Ebenso sind in Deggendorf und Schweinfurt Einrichtungen geplant. Insgesamt will man die derzeit 3.500 Unterkunftsplätze in Bayern bis Jahresende auf 6.600 aufstocken. Immerhin, erste Erfolge in Sachen Unterkunft konnten bereits jetzt schon erreicht werden. So wird in den nächsten Tagen eine alte Kaserne bei Ingolstadt inspiziert und anschließend saniert. Aber nicht nur den Sozialausschuss beschäftigt die Thematik, nein, der gesamte Landtag hatte die Asylpolitik in der Sondersitzung behandelt. Mein Eindruck ist, dass sich wirklich alle Beteiligten, auch die Regierung von Oberfranken, alle Mühe geben, diese Herausforderung zu meistern. Das ist natürlich eine andere Situation, wenn Sie plötzlich Massen an Asylbewerbern und dazu zusätzlich noch Flüchtlinge und nicht begleitete Flüchtlinge unterzubringen haben. Meines Erachtens sind die Probleme lösbar, sie sind aber nur lösbar im engen Zusammenwirken mit den Bürgermeistern und mit den Kommunen. Die haben letztlich die Ortskenntnis, die kennen auch die Leerstände, die kennen auch die Befindlichkeiten. Und deshalb wäre es für mich ganz wichtig, das habe ich auch heute bei uns in der CSU-Fraktion angesprochen, dass das Thema Kommunikation noch verbessert wird zwischen den verschiedenen Ebenen. Insbesondere auch die Kommunikation zwischen der Regierung, die die Flüchtlinge unterzubringen hat, mit allen Bürgermeistern, mit den Landratsämtern findet es ja ohnehin statt, aber genauso auch der Landratsämter mit allen Bürgermeistern. Denn nur wenn alle über alles Bescheid wissen, wird man miteinander Lösungen finden. Erstmal muss man fragen, welche Maßnahmen? Ich höre seit 2011 immer nur Ankündigungen, Versprechungen. Es hat sich seitdem nichts getan, aber auch gar nichts. Von daher kann ich das auch nicht bewerten. Wir haben klare Forderungen. Ich sage mal, es muss sein, dass ab Ende September kein Asylsuchender mehr hier in einem Zelt übernachtet. Es muss klar, und es geht ja bis auf die Kommunen runter, die es trifft, es müssen alle wissen, wann genau, wo, wie viel Asylsuchende untergebracht waren, um hier schnelle Abhilfe zu schaffen und nicht erst wieder weitere Versprechungen und Ankündigungen. Das war wieder Plenum TV, das Magazin für TV Oberfranken. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.